Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race ADAC GT Masters 2014 hier zum vierten Saisonstation in Österreich auf dem Red Bull Ring, früher mal A1 Ring, mit dem ersten Rennen und damit auch dem ersten Rennen des Rennwochenendes, nachdem wir gestern ja schon Qualifyings und freie Trainings gesehen haben. Und ja, würde sagen, verlieren gar nicht so viel Zeit. Gucken wir uns ganz kurz die Top 10 der Startaufstellung an. Wir vor Kalwitz und Wirth, also der WM-Dritte vor dem der Gesamtwertungsdritte vor dem Gesamtwertungszweiten. Dann Assenheimer Alessi vor Bug und Götz, Jan Barth vor Bastian Alquasari, Sandritter Klingmann vor Ludwig und Day, Frenzen Stolz vor Engel und Seifrat, Lips und Marionek vor Thomas Enge und von Turn und Taxis. Ich kann mir Vornamen nicht merken. Ist doch schlimm. Und was auch noch interessant und wichtig ist, die Meisterschaftsführenden Van der Linde und Rast starten das erste Rennen nur von Position 17. Überhaupt ein sehr schlechtes Qualifying für Audi, wenn man sich das hier mal anguckt. Fast alle ganz hinten im Feld. Ich glaube, der beste Audi steht tatsächlich auf Position 14. Und ist von Winkelhock und Jöns gesteuert. Naja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und springen ins Rennen. So, am Start können wir zumindest mal vor Wirth bleiben. Das heißt, nach der ersten Kurve ist jetzt das Interessante. Oh, Alessi geht an Wirth vorbei. Das ist für uns richtig, richtig gut. Aber Wirth versucht zu kontern, bis oben an die Spitze kehre. Wirth hat sich Alessi wieder geschnappt, aber die beiden geben nicht auf. Sind immer noch Seite an Seite. Jetzt hat Wirth den Kampf gewonnen. Schade, aus unserer Sicht. Aus Meisterschaftssicht für uns. Im Sinne der Spannung natürlich besser so. Aber das hat uns einen Vorsprung eingebracht, der vielleicht gerade gegen Ende des Rennens Gold wert werden könnte. Das konsequent wegziehen. So langsam zieht es dann auch das Feld ein bisschen auseinander, aber die Einzelabstände bleiben immer noch recht gering. Nur wir können vorne wegziehen.
nachdem wir gestern schon im freien Training hier sauschnell waren, im Qualifying sauschnell waren und in der Formel 1 im freien Training, könnte das der Auftakt eines wieder sehr erfolgreichen Rennwochenendes werden. Und jetzt ist das Boxenstoppfenster offen und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch gleich rein. Dann ist ganz egal, was Alexander Wirt und Jens Klingmann vorhaben. Wir haben dann auf jeden Fall genug Zeit, um nochmal zwei Runden mehr richtig anzugasen und so weiter und so fort. So, wir haben diesmal hier relativ spät gebremst. Oh, und Alexander Wirth kommt mit uns rein. Genau wie Diego Alessi. Fast alle kommen rein. Nur Maximilian Götz ist draußen geblieben von der Spitzengruppe. Das ganze Feld fährt rein. So, wer fährt durch? Das sind die Audi Armada, müsste am Durchfahren sein. Weil da auch ein paar reinkommen. Wenn wir jetzt schon am Rausfahren sind, so wie es aussieht. Komm, 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 setz mich ab. Lass mich endlich losfahren. Entweder haben wir jetzt hier gleich hier richtig Zeit gut gemacht. Oder Alexander Wirth und Co. bekommen eine Mordstrafe, weil sie viel zu schnell in der Boxengasse waren. Wenn sie vor mir sein sollten. Vor Assenheimer bleiben. Kalwitz wird, jawohl, die sind wirklich nicht lang in der Box gewesen. Das muss am Ende der Boxenstoppzeit eine, also der Boxenstoppfenster eine Strafe für die geben. Rechnen die es vielleicht aus, dass die Zeitstrafe trotzdem reicht, um vor uns zu bleiben?
Noch diese Runde schließt das Boxenstoppfenster. So, Van der Linde, Rast haben auch so getrickst. Dürften also auch richtig bestraft werden. So. Alexander wird tatsächlich jetzt gerade bestraft worden. So, weil die eh bestraft werden, für sie eh keine Rolle mehr spielt, fahren sie gleich auch nochmal raus. So, mal gucken, wie es gleich bereinigt aussieht, wenn alle ihre Strafen absitzen mussten. Scheiß Dreck. So, noch zwei Runden, kann man eigentlich sagen jetzt. Scheiße, Dreck! Ich kotze gleich in hohem Bogen hier hin. Weil das jetzt jedes Mal hier passieren muss. Ich stehe an der Stelle total über Bremse. So, letzte Runde, kann man jetzt eigentlich sagen. Oder schafft es Kalwitz doch noch einmal über die Ziellinie, bevor die Zeit abgelaufen ist? Das weiß ich nicht.
So, der ist schon mal disqualifiziert. Oh, auch René Rast ist disqualifiziert. Das ist also das perfekte Rennen für uns in der Meisterschaft. Und wir haben gewonnen. Durch die Disqualifikation der anderen haben wir gewonnen. Und 25 Punkte der Meisterschaft gut gemacht und damit die Meisterschaftsführung hier übernommen. Wir fahren mal fort zur Stube Assenheimer. Alessi, Jan, Bart. Jawohl, Kevin van der Linde, Heinz-Harald Franzen, Maro Engel, alle disqualifiziert. So, damit ist Sandritter Sechster geworden. So, in der Gesamtwertung sieht da ein schönes Bild vom Podium vor zwei Corvette. Und damit sieht die Gesamtwertung so aus: 106 vor 98 und 91. Also 17 Punkten Rückstand. Und jetzt 8 Punkte Vorsprung. Und das zweite Rennen steht ja noch aus morgen. Ja, Engel ist ein bisschen weiter nach vorne. Nein, Engel auch nicht. Assenheimer hat ein bisschen Vorsprung rausgeholt. Also ein bisschen aufgeholt, ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Vor Bug, Götz, Bart, Ludwig. Ah, komm, spring ich noch einmal um. Ich will noch gucken, wo unsere Teamkollegen liegen. Immer noch Gesamtwertung 9, damit jetzt 45 Punkten punktgleich mit Ludwig und Day. In der Teamwertung fehlt immer noch Callaway Competition. Jetzt aber nur noch 2 Pünktchen vor unserem Schubert-Team. Prosperia Upgrazing haben wir schon längst abgehängt. Ah, ich habe die Marken nicht geguckt. Naja, das war Let's Race ADAC GT Masters von heute. Und morgen sehen wir dann das zweite Rennen. Heute dann noch das Qualifying der Formel 1 und das erste Rennen der DTM in der Lausitz. Macht's gut. Bis dahin, euer Replika 666.